willkommen zurück zu einem neuen Tales of Wind Video. Und heute haben wir wieder was Cooles, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Oder was wir auch immer öfters machen, wenn es ab ist. Und zwar unser Glücksroulette. Wie ihr seht, ich habe 50 Tickets. Für die, die es noch nicht wissen, ich werde hier 50 Mal drehen. Und alle Kristalle oder Spiralen in dem Fall, was ich hier rausziehe, werde ich reinvestieren und so lange drehen, bis einfach nichts mehr da ist von den gewonnenen Spiralen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die 250 Umdrehungen irgendwie zusammenbekommen. Dann könnten wir uns aus dem Shop hier vielleicht hier so ein goldenes Zubehörteil holen. Oder was wäre noch interessant, Himmelsfeuerdiamanten. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. So, wir haben wieder hier erstmal die Einzelziehung. Ich glaube, ab 10 können wir dann 10er Ziehungen machen. Die Drop Rates schauen wir uns jetzt nicht an. Die sind wie immer scheiße. Aha. So, Kristall und Sommersaft ist genau das Zeug, was wir natürlich brauchen. Und nicht. So, wieder Sommersoft. So, jetzt haben wir die 10er Ziehungen. Hauen wir die mal durch, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Hier haben wir schon mal 150 Spiralen und 300. Das heißt 450 Spiralen, oder? Wenn ich die dann hole. Bei 4,9 stand ich, muss ich dann nachher nur ein bisschen runterrechnen. So, ziehen wir nochmal 10 und haben wir nochmal Glück. Ja, 60. Die Blüten habe ich mir schon ein bisschen was rausgeschaut oder ausgesucht, was ich eventuell holen könnte. Es wird wahrscheinlich Bernstein und glasierter Stein sein. Gehe ich mal davon aus, um im Sternenbild etwas voranzukommen. Kopfbedeckungssockel brauche ich jetzt nicht. Die Kohle will ich jetzt auch und brauche ich auch nicht unbedingt. Eventuell noch hier, dass ich da was hole für ein lila Zubehörteil, weil ich habe immer noch zwei blaue. Ich war schon seit 4 Wochen nicht mehr im Korridor drin. Mal schauen, ob ich es heute mal noch gebacken bekomme. Könnte übrigens bis zu 3 Wochen, wenn er nicht geht. Die Versuche stapeln sich bis zu 6 Mal. Also ihr habt dann 6 Eintritte frei, wer es nicht wusste. Das heißt, sie verschwinden nicht. Spätestens ab der 4. Woche solltet ihr natürlich gehen. Weil ansonsten verfällt es. Okay, haben wir nochmal 60, 60, 120. Okay, ich denke, wir drehen hier jetzt doch ein bisschen. So ein Jackpot, das wäre natürlich was, wenn wir den rausziehen könnten. Okay, hier nochmal 60. Nice. So, jetzt machen wir die einzelnen Ziehungen fertig und dann kaufen wir uns die Tickets. Für knapp 500 Spiralen müssten wir jetzt bekommen haben. Da hier drüben haben wir nochmal 300, 150, 450. Oh, da können wir uns einige Tickets kaufen. So, 3 Umdrehungen. Adamantin brauche ich auch nicht. Bitte gib mir mal das nützliche Zeug. So, wir rufen mal das ganze Zeug hier drüben ab. So, jetzt haben wir 5,9, 4,9 irgendwas. Also wir können mal 1000 Kristalle investieren. Also sind ja die gewonnenen. Ich sage, wir machen 50 glatt. So, kaufen. Aber ein bisschen mehr ausgegeben, als ich selbst hatte. Das heißt, nochmal 50 Umdrehungen, heißt, wir kommen auch mindestens auf die 100. Heißt, wir bekommen nochmal 300 Spiralen. Ich bin da guter Dinge, dass wir vielleicht sogar nochmal auf die 150 kommen und diese auch nochmal die 100, die 300 Spiralen rausholen. Hier sind nochmal 60, gut. Okay, keine Spiralen. Schon diesmal wieder ein paar Leute gesehen, die den Jackpot geknackt haben. Also ziemlich am Anfang, da war noch nicht so viel drin, hat einer geknackt. Sogar, glaube ich, bei mir aus der Gilde. Der andere auch. Aber das müsste der, lasst mich lügen, der 3%ige gewesen sein oder 6, ich weiß es nicht mehr. Also nicht der 10%ige Jackpot. Also 10% vom Jackpot. So, was haben wir hier? Nochmal 60 Spiralen. So, haben wir noch eine 10er Umdrehung raus.
60, 60, gut. So, und eine einzelne. So, abrufen, abrufen. So, das heißt, wir haben nochmal 600, die wir reinhauen können. Dann sind wir wieder bei 4,9. So, machen wir 30 Umdrehungen. Mal schauen, wohin uns das führt. So, an dieser Stelle kurz die Gewinnerin aus dem letzten Giveaway-Video. Und falls die einer von euch kennt oder ihr mit ihr auf dem Server spielt, sie soll mich doch bitte anschreiben nochmal. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben schon zweimal, aber es kam keine Antwort mehr. Falls du das Video anschaust, schau mal, vielleicht ist meine E-Mail im Spam-Ordner gelandet. Gehe aber auch nichts. Wäre schade, wenn du dich jetzt nicht mehr meldest wegen der Giftcard. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen, ansonsten werde ich es noch mal neu verlosen, wenn nichts zurückkommt. So, und keine Spiralen. Okay, die letzten 10 Umdrehungen. Nochmal 60. Das heißt, wir bräuchten jetzt nochmal 14 Umdrehungen. Das heißt, wir kaufen uns natürlich die 14 Tickets. Wir bekommen dann wieder die 300 Spiralen auf. So, jetzt bin ich etwas über 100 von meinen eigenen Spiralen ausgegeben, was nicht so schlimm ist. Wir bekommen ja gleich wieder 300. Hier haben wir nochmal 300. Nice. So, 4 einzelne Umdrehungen. Und dann haben wir nochmal die 300 aus dem. Das sind 150 Umdrehungen. Das heißt, wir sind bei 5,3. Wir können nochmal 400 ausgeben. Es gibt nochmal 20 Tickets. Okay, knapp vorbei an den 3%. So, Neocraft, bitte nicht geizen. Ich nehme auch die 1% aus dem Jackpot. So. Jetzt haben wir 150 Umdrehungen. Ich denke mal, für die 60 Blüten können wir eigentlich nochmal 25 Tickets kaufen. Das heißt, jetzt werden wir ungefähr. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr ausgegeben als eingenommen, was nicht so schlimm ist. Mit ein bisschen Glück bekommen wir ja gleich wieder was. Nope. So, die letzten 5 Umdrehungen. Und dann würde ich sagen, war's das. Falls jetzt nicht nochmal hier dick Spiralen rüberkommen. Ich hätte die 250 Umdrehungen gern gemacht für so einen Lollipop, um mir was aus dem Shop zu holen. Aber was nicht sein soll. Das heißt, nochmal 75 Tickets müsste ich reinhauen. Was könnten wir uns. Ach, das wäre schon jetzt nice, ne? Für. Was kann ich lassen? Okay, die langweilt die Karte. Es wäre ein goldenes Zubehörteil. Oder Himmelsfeuer-Diamanten. Oder Dexters Herz. Ha, so, ich. Was kosten denn überhaupt 75? Lass mal gucken. 1500. Sollen wir es riskieren? Also wenn ich die 300 davon nochmal abziehe, dann bin ich bei 1200. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Okay, komm. Wir tun es einfach. 76 brauche ich, glaube ich. Puh. Okay. So viel wollte ich jetzt eigentlich nicht ausgeben. Aber wir probieren es einfach. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und bekommen ein paar Spiralen zurück. 60, 60, 120. Okay. Wir sind auf gutem Wege, unser Verzocktes wieder reinzuholen oder auch nicht. Zack. Also kurz dachte ich gerade, als es gestoppt hat, der ist hier bei 6% stehen geblieben. Okay, nochmal 60. Jetzt komm, lass mich nicht im Stich, gib mir ein bisschen was. Nee. Komm, nochmal 10 und. Nee, scheiße. So, 7 einzelne und dann
haben wir die 250, wir haben uns unseren Lollipop geholt, einen Haufen Spiralen ausgegeben, die ich nicht ausgeben wollte. An dieser Stelle scheiß Spielsucht, scheiß Roulette. Wer von euch war lucky und hat hier den Jackpot geknackt oder sogar das hier bekommen? Lasst es mich wissen. So, jetzt haben wir noch. Ups, habe ich ein Ticket zu viel gekauft? Ja. So, letzte Umdrehung. Gut war nichts. Wir rufen das Ganze hier noch ab. Und jetzt den Lollipop. So, in was investieren wir ihn? Schau mal im Shop. Gut, von den Blüten habe ich jetzt 467. Das heißt, 500 wäre mir jetzt lieber gewesen. Dann hätte ich mir 10 hiervon holen können und 10 hiervon. Okay, nicht so schlimm. Für den reicht es gar nicht. Bräuchte ich auch einen. So. Okay, Schon. Flocke können wir mal ausschließen. Brauchen wir nicht. Lastias brauchen wir auch nicht. Brauchen wir ein goldenes Zubehörteil. Jetzt ist die Frage, kann ich hier ein direkt goldenes Feuerdings wählen oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Goldene Äpfel wäre auch nicht schlecht für eine Senhime. Ja. Aber wir bringen jetzt 7 nichts. Das heißt, ihr müsst wieder 2, 3, 4 Events warten, um die vielleicht zusammen zu bekommen. Bringt mir jetzt auf die Schnelle nichts, deswegen fällt das auch mal weg. Das fällt sowieso weg. Okay, Schalen, Silbersterne auch nicht, obwohl 15 Millionen echt nice wären. Die lasse ich auch mal weg. Den Hut brauchen wir sowieso nicht. Nö. So, den hätte ich gern gehabt. Das sieht übrigens ganz lustig aus, wie ihr seht. So, ich würde sagen, wir holen uns mal das Goldzubehör-Auswahltruhe. Oder wir holen uns diese Goldzubehör-Auswahltruhe. Und schauen mal, was wir bekommen. Es ist. Okay, gebunden ist es auch, wenn es ein Scheiß ist. Das ist jetzt die Frage, ich weiß nicht. Kann ich mein Feuerteil auswählen oder ist es Zufall, ob ich Eis oder Wind bekomme? Wenn es eins von den anderen, also wenn es Eis oder Wind ist, dann habe ich Pech gehabt, aber ich würde sagen, ich kaufe dieses hier mal. Und dann lasst uns mal reinschauen, was drin ist. Benutzen. Ah, okay. Also wer es nicht wusste, ihr könnt ja dann auch schön auswählen. Wir nehmen natürlich ein Feuerzubehörteil. Öffnen. So, benutzen das Ganze. So, jetzt da. Jetzt passt auf. Ihr könnt hier, wie ihr seht, wieder auswählen zwischen Halskette, Ohrring, Feuerarmband, Feuerring, Feuerbrosche. Da ich heute versuche, noch ein paar Albtraum-Runs zu machen und da vielleicht eventuell einen Golddrop bekomme, wähle ich jetzt mal nicht aus. Ansonsten, ihr könnt ja mal sehen, bei mir, ich bin da, wie gesagt, ich war schon seit 4 Wochen nicht mehr drin. Ich bin das, was das angeht, auch vom BR-Wert recht niedrig, im Gegensatz zu anderen. Ich würde jetzt in dem Fall natürlich entweder hier die Brosche nehmen oder den Ohrring. Aber das werde ich heute Abend machen, falls ich die Runs irgendwie zusammenbekomme und einen Drop bekomme. Und dann kann ich besser entscheiden, was ich brauche. So, was haben wir noch zur Verfügung? Unsere Blüten. Okay, da schaue ich jetzt mal, muss ich jetzt mal nachschauen. Da will ich euch jetzt nicht damit noch länger aufhalten. Was ich genau brauche an den Bernstein und glasierten Steinen, die werden es wohl werden. Für alles andere sehe ich jetzt da jetzt nicht unbedingt einen großen Nutzen. Also ich hätte gern natürlich noch ein goldenes Drachenei. Aber 800, wie ihr seht, haben wir nicht. Rote Wächterscherben wäre natürlich auch nice, könnten wir uns 3 Stück holen, aber was bringen mir 3, wenn ich 20 brauche? Was vielleicht auch noch geht? Lila Zubehör.
Aber wie gesagt, das hebe ich mir jetzt mal auf. Ich schaue, dass ich heute Abend ein bisschen Runs zusammenbekomme und dann werde ich da mal schauen, was ich damit mache. So, ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt hier. Das geht jetzt auch schon wieder 15 Minuten, ein bisschen länger als gedacht wieder. Ich sage an dieser Stelle mal wieder danke für euren Support, danke fürs Einschalten. Seid ihr neu auf dem Channel, würde ich mich natürlich über einen Like und ein Abo freuen. Habt ihr jetzt bestimmte Wünsche mal an bestimmten Videos? Schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Ich mache das dann auch, sobald ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ein paar Sachen stehen noch an, die ich machen will, aber momentan ist Zeit etwas knapp. Sobald es wieder mehr Zeit gibt, werde ich das Ganze mal abarbeiten. Ja, und ansonsten an dieser Stelle, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.